Entweder legst du jetzt 1,8 Millionen auf dich. Soll ich den Check vielleicht ausschreiben? Sag mal, das war gerade sein Ernst. Also mit 500 Mann, musst du dir vorstellen, ja? Mit 500 Mann. Ja, dann haben sie durchsucht und ich hatte die ganzen Platten. Ich hatte über 40 Platten, die hatte ich unten, die habe ich nicht mal aufgehangen. Weil sowas Beschämendes, Verlogenes wollte ich nicht mehr aufhängen. Weil ja Bushido gesagt hat, ich habe ja nichts damit zu tun, deswegen habe ich ja so viel Auszeichnungen bekommen. Weil ich ja nichts damit zu tun habe, bekomme ich so viele Auszeichnungen. Ja, und wer sie ergattert, ich habe es auch gepostet, ich werde es öfter posten. Und wer eine Widmung von mir haben will, ohne mich hätte er nicht eine Platte gefunden. Ohne mich hätte er nicht eine goldene Platte bekommen. Und dann haben sie die gesehen und haben sie die mitgenommen. K1 hat es verkauft, der hat nicht gekauft. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, mir geht's auch gut, nachdem ich diese ganzen Livestream-Ausschnitte gesehen habe. Heute auf jeden Fall ein sehr ernstes Thema. Ne? Ihr habt wahrscheinlich schon einen Titel gelesen, worum es sich handelt. Vorab möchte ich sagen, ich bin wieder aktiv auf Twitch. Ja, ich habe nach 3 Jahren mein Comeback gegeben und wir werden auch auf dem Zweitkanal die ganze Stream-Highlights hochladen. Wir haben ein sehr, sehr ekliges Horrorspiel gespielt und das werde ich auch heute hochladen auf dem Zweitkanal. Janko Abi, ja, der wird wieder aktiviert, meine Freunde. Abonniert auf jeden Fall alle, folgt mir auch auf Twitch. Kommen wir jetzt zu diesem Thema. Es wurde wieder über Bushido gesprochen. Natürlich wo? Marafats Livestream. Ich weiß nicht, was da noch zu reden gibt. Ja, nee, die ganze Scheiße wird immer irgendwie härter und härter, Bruder. Was soll man noch dazu sagen? Ich habe das Gefühl, die lieben sich irgendwie. Ich will auch nicht irgendwie respektlos rüberkommen, meine Freunde, aber ich finde das langsam sehr, sehr abartig und sehr, sehr traurig und sehr, sehr komisch, dass man in einem TikTok-Livestream über diese ganzen Thematiken sprechen muss. Bleibt einfach von Anfang bis zum Ende am Start, meine Freunde. Ne, ihr wisst, wir haben keine Angst vor niemandem. Fertig brauchen wir auch nicht, bevor der eine oder andere wieder kommentiert. Ey, der eine kriegt Polizeischutz und der andere sitzt in der Kinderzimmer und macht Ansagen. Ich mache keine Ansagen. Ich habe nur sehr, sehr viele Fragen, meine Freunde. Warum soll ich jetzt Angst haben, meine Freunde? Wofür? Wovor? Wovor soll ich jetzt Angst haben? Seid ehrlich. Hört auf, so viel Angst zu haben, das ist doch das, was die wollen, Bruder. Die Unterdrückerschiene, lasst das doch mal zur Seite, Mann. Okay. Ich liebe euch alle, meine Freunde. Dankeschön für euren Support. Viel Spaß. Finanzamt ans Herz, ich habe die Akten gelesen, die sollen mich anzeigen. Ich bin so einer, ich bin so einer, ich bin so einer. Ich habe bis dato immer meine Steuer auf Heller und Pfennig bezahlt. Eine Woche später haben sie bei mir eine Razzia gemacht. Ja. Und dann hat der Polizist gesagt, 1,8 Millionen bei mir arrestieren. Ich so, warum? Wie kommt die darauf? Also ich habe nie davor einen Brief bekommen. Dann sagt er so frech, jetzt kriegst du ihn. So, als jetzt erfahre ich, dass ich so viel zahlen muss? Ah ja. Also so läuft das. So, wow. Entweder legst du jetzt 1,8 Millionen auf dich. Soll ich den Check vielleicht ausschreiben? Sag mal, und das war gerade sein Ernst. Also mit 500 Mann, musst du dir vorstellen, ja? Mit 500 Mann. Ja, dann haben sie durchsucht und ich hatte die ganzen Platten. Ich hatte über 40 Platten, die hatte ich unten, die habe ich nicht mal aufgehangen. Weil sowas Beschämendes, Verlogenes wollte ich nicht mehr aufhängen. Und dann haben sie die gesehen und haben sie die mitgenommen. Ja, nee, Bushido ist Dreck, Müll. Und was weiß ich, aber deswegen warst du ja auch 15 Jahre an seiner Seite so, ne? Ja, ne, aber Bushidos Müll, Dreck und was auch immer. Oder tamam, alles schön und gut, ne? Menschlich gesehen könnt ihr es sagen oder halten von dem, was ihr wollt. Man muss trotzdem ehrlich sein. Seine Musik ist und bleibt Legende. Seine Legacy kann den keiner nehmen, Bruder. Das ist Bushido, Bruder. Seine Musik wird immer krass bleiben. Es ist so. Korrekt ist korrekt. Ich finde das voll peinlich, dass man dann immer noch nach keine Ahnung wie vielen Jahren Streit immer noch an die Öffentlichkeit geht und so und solche Sprüche sagt, ja? Wallah, richtig unnötig. Denn ohne Bushido wärst du ja auch nicht bekannt geworden. Es ist so. Okay, habe ich einen Einspruch gelegt, alles klar. Und dann hat das Finanzamt gesagt, weißt du was, wir versteigern die. Nein, bitte, mach das. Ich meinte, Unschuldsvermutung, es kommt ja noch ein Gericht. Nee, wir dürfen erstmal vollstrecken. So läuft das hier in Deutschland. Ja. Kurz und bündig zu den Platten. Deswegen poste ich, wer eine Platte ergattern will, da steht mein Name drauf, die wurde, weil ja Bushido gesagt hat, ich habe ja nichts damit zu tun, deswegen habe ich ja so viel Auszeichnungen bekommen. Weil ich ja nichts damit zu tun habe, bekomme ich so viel Auszeichnungen. Ja, und wer sie ergattert, ich habe es auch gepostet, ich werde es öfter posten. Und wer eine Widmung von mir haben will. Ich glaube, ohne dich würde er nicht mal auf ein Konzert trauen. Ohne mich hätte er nicht eine Platte gefunden. Ohne mich hätte er nicht eine goldene Platte bekommen. Ist ja eine Rolle. Überspringen wir. Es ist ein anderes Blatt Papier und ja.
Tamam, ohne dich würde er nicht mehr atmen, ohne dich hätte er auch keine Kinder, ne? Yani ohne dich könnte er gar nichts machen, Amrakoyim. Die haben den richtig zu einem Hund gemacht, Lan. Der hat Bushido zum richtigen Hund gemacht, Amrakoyim. Yani ohne mich das, ohne mich wäre er das, ohne mich wäre er das. Bah, warst du sein Ghostwriter oder was, Ari? Ich schwöre auf alles, ja, krass. Bruder, Wallah, ich find's sehr, sehr traurig. Tamam, okay, ihr habt da eure Streitigkeiten und so weiter und so fort und das geht doch schon wirklich in eine eklige Richtung. Aber trotzdem, man muss jetzt nicht übertreiben, Amrakoyim. Ich nehme auch Bushido gar nicht in Schutz, ich will hier niemanden in Schutz nehmen, aber man kann doch übertreiben, Alter. So, das war immerhin noch dein bester Freund, ne? So wie ich weiß, war das dein bester Freund, 15 Jahre, so, du kennst seine Mutter, du kanntest seine Eltern und so weiter und so fort. Ja, ne, irgendwann reicht doch, ja. Wallah, irgendwann reicht doch. Ja, Mann, ja, ne, du musst den ja nicht lieben, aber hör auf doch öffentlich darüber zu sprechen, ja. Nicht mal böse gemeint oder so, ich meine das einfach nur so, keine Ahnung, ich finde das nicht erwachsen. Farid hat eine Platte, ich gratuliere jedem, der eine Platte ergattert und wenn jemand eine Platte haben will, und die Platten werden so lange versteigert, bis sozusagen meine Schuld getilgt ist. Wer eine Widmung haben will, kann sich gerne bei mir melden und ja. Ja, was kostet denn eigentlich so eine Gold? Ist das wirklich echtes Gold? Ist vergoldet. Diese Platte bekommt ja nicht jeder. Ja. Ja. Du musst ja schon mitgewirkt haben für den Erfolg, dass du so eine Platte bekommst. Diese Platten damals war das schon. War das schon eine Kunst, 100.000 und 200.000 zu verkaufen? Oder 300 und 400? Heutzutage, die meisten haben ja Goldplatten bekommen, weil sie einfach nur Bots gekauft haben und auf Spotify hochgejagt haben. Und deswegen haben sie Gold bekommen. Das war so gefälscht. Diese neuen Dinger sind gefälschtes Gold. Dings, 100.000 ist Gold und was war Platin? Viele sagen, ja, ja, ist wirklich so. Deswegen, guckt, wo ist denn Rap? Wer verkauft denn noch so viel Platten? Niemand. Weil die irgendwie mal erwischt haben bei Spotify, dass die Bots verkaufen, durch die ganzen Major-Labels. Die wussten das. Jeder hat ja Geld verdient, interessiert die nicht. Arafat, verkauft haben, dass man Platin hat? 200.000. 100.000 ist Gold, ne? Ja, 500.000 ist Diamant. Ehrlich? Gibt's jemanden, der 500.000 verkauft hat? Ja. Ich glaube, Bowser hat Diamant. Nein. Es gibt ein paar Leute, die Diamant haben. Ja, ja, doch. Ja, der ist auch so ein One-Hit-Wonder, finde ich. Arrogante Pater hat auch 500.000 verkauft. Habib, Arrogante Pater hat den Schlüssel für den Fahrstuhl, für hoch und runter. Jawohl. Arrogante Pater. K1, hat K1 verkauft auch, oder? K1 hat es verkauft, der hat nicht gekauft. Du magst ihn gar nicht, ne? Ich war mal sehr, 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 sehr gut mit in diesen Typen. Aber Verräter und Heuchler und Lügner. Also ich sag euch ehrlich, ne, die haben K1 damals so geknallt für diesen einen Diss-Track und was er da gesagt hat, ja, in Richtung Bushido und so weiter. Die haben K1 dafür so geknallt, aber ein paar Jahre später kam einfach Bushido um die Ecke und hat fast dasselbe gesagt. So. Ja, ne, kann ja nicht sein, dass jeder abhaut von dir. Weißt du, was ich meine? So, ich meine, das ist doch nicht mal böse, das ist doch kein Front oder so. Ich habe einfach nur sehr, sehr viele Fragen, Bruder. Ich habe wirklich einfach nur noch sehr viele Fragen und ich hoffe einfach nur, dass die Wahrheit gesagt wird. Fertig, so. Ja, ne, kann ja nicht jeder schlecht sein, der sich von dir trennt. Weißt du, was ich meine? Ja, ne, irgendwo hat das ja auch wohl Hand und Fuß, dass da nicht immer korrekt gehandelt wurde. Also ich sag euch ehrlich, ich kenne jemanden, der ist sehr, sehr eng mit K1, ne, sehr, sehr gut mit K1 und egal wie arrogant er auch rüberkommt, ne, ich dachte Ofre, der ist voll der Arrogante, aber Bruder, Wallah, der ist so ein korrekter Junge, ich habe so gute Sachen von dem gehört. Ja, ne, ich möchte ihn jetzt nicht höher machen, als er ist, ne, um Gottes Willen, aber K1 ist ein Korrekter, so, und das haben mir auch ältere Leute gesagt, so, ne, der ist kein Schwanz, der hier versucht, irgendwelchen Leuten zu schaden und so, der will einfach nur leben. Verräter und Heuchler und Lügner mag ich nicht, ne. Ich feier dieses Video von euch auf der Brücke, wo du sagst, du machst alles freiwillig, ne? Du so, ja, alles freiwillig. Okay, Mann, ja. Du verstehst nicht, warum? Er wollte für, ich glaube, für 1000 Euro springen. Natürlich muss er freiwillig sein. Stell dir mal vor, der springt und stirbt. Leute, ich muss aber euch ehrlich sagen, ich war mit Arafat privat unterwegs schon, wie oft, glaube ich, schon 4-5 Mal oder so. Und es bockt voll mit ihm. Es macht einfach nur Spaß mit ihm. Weil er macht schon auf Ernst und so auch, wenn es sein muss, aber mit ihm kann man echt Spaß haben. Ja, ne. Ja, ohne Spaß macht doch keinen Spaß, oder Bruder? Das ist echt andere Liga mit dir. Also Bruder, in meinen Augen bist du Legende, deswegen, ich bin einfach so erstmal so ein bisschen sprachlos, Bruder. Ich bin gerade mit euch live und man kennt sich schon so lange und so weiter. Ist doch nur Arafat. Alle normale Menschen. Nur, das heißt nicht, weil wenn jemand den anderen nicht gleich sieht oder so.
Ja, Legende einfach, Legende-Status. Wallah, ich will nicht mal Legende sein. Ich bin ein ganz normaler Mensch wie du nicht. Das ganze Legende-Status, das ist alles Bullshit. Ja, ihr habt auf jeden Fall damals die Zeit sehr, sehr geprägt und die Leute haben auf euch hochgeguckt, ist ja normal, Bruder. Und die Leute, die nicht aus Berlin sind, Bruder, sowieso viele bewundern Berlin sehr, wirklich. Wenn ich in manche Dörfer bin, von Cousins, Städte und so, die wollen immer, erzähl mal über Berlin, wie ist so Berlin, was macht ihr da? Die fragen mich immer, gibt's bei euch so einen Ort? Ich glaube, Betonme, du hast mich das auch gefragt, wo du im Land warst. Gibt's bei euch irgendwo so einen Platz, wo sich alle versammeln? Ich habe gesagt, das ist kein Dorf, wo die sich alle am Bahnhof treffen. Jeder hat bei Papari, Puderstraße 8. Jeder hat seine Straße, ja, aber ich meine, so Berlin hat jeder so seine Ecke irgendwie. Ist nicht so, dass man sich alle am Hauptbahnhof treffen oder so. Meinung zu Paschanem, ich finde ihn gut, ungelogen. Das ist ein Türke, oder? Ich schwöre dir, ich finde ihn richtig gut. Muss man sagen. Bisschen Sinn ergeben. Was ich mich jetzt frage, ne, Papa Ari, Arafat Abi, was ich mich jetzt frage, ne, Bro, wenn du doch so krass mitgewirkt hast, ne, wieso hast du jetzt kein eigenes Label und supportest irgendwelche Künstler? Ja, ne, die Erfahrung hast du ja und ich glaube auch so im Hintergrund kannst du sehr, sehr viele Sachen klären, ne, was musikalisch angeht und so weiter und so fort. Ja, ne, du warst ja mit dem King unterwegs, weißt du, was ich meine? Ja, ne, oder du hast ja den zu einem King gemacht, ne, King Bushido und so weiter, ne, wird ja oft so gesagt. Ja, ne, wieso hast du kein eigenes Label und machst einfach weiter? Wieso signst du keine Künstler? Wallah, ich meine das ernst so, ich habe mich das schon immer gefragt, wieso signst du keine Künstler? Ich glaube, du hast schon einige gesigned. Ich glaube sogar Dudi war bei dir damals, ne? Dudi 361. Aber keine Ahnung, der ist da auch irgendwie rausgegangen. Ich weiß ja nicht, warum, wieso, weshalb. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Wallah, ich habe sehr, sehr viele Fragen an Arafat. Ich schwöre auf alles. Ja, deswegen versteigern sie die Platten. Also wie gesagt, ich habe es gepostet, wer eine ergattern will. Und wenn jemand sie gekauft hat oder ersteigert hat und braucht eine Unterschrift drauf. Wie viele sind denn das eigentlich ungefähr? Ah, sind ein paar. Da steht ja mein Name drauf. Echt jetzt? Also wenn einer die kauft, sowieso, da ist der Name drauf. Ja, da ist mein Name drauf, ja. Er kann nicht sagen, er hat sich das erarbeitet oder so. Eine Frage, für wie viel verkaufst du die? Also ich verkauf sie nicht. Also die letzte selber bezahlt, er hat gesagt, nimm das und versteigert das und davon können die dann die Schulden abziehen oder so, oder? So habe ich das fast. Die fragen mich nicht, die machen das. Okay. Warte mal, ich zeige euch mal. Die letzte Platte ist für 16.600 gegangen. Warte mal, ich zeige euch mal, wo die anderen Platten sind. Ich habe wirklich eine geschnappt, ja? Leute, macht mal ein Kaffee. Für 16.600, jetzt ist eine Platin drin von mir. Salam. Wie geht's dir alles? Was bei der? Jetzt bei 14. Wie du willst, Bruder. Ich bin bei 14.600, sind noch 11 Tage. Ja, passt schon, wie du willst. Mach mal kurz dein Mikrofon leise, Bruder, man hört nichts. Die Platin ist auf 14.600 und sind noch 11 Tage. Dann habe ich eine von Farid Bang bekommen damals. Die ist auf 3.600. Und jeder kennt das nicht ohne Grund. Der einzigartige Ali Boumaie Platin Rapper, die wird auch versteigert, die ist jetzt bei 8.100. Ja, Ali Boumaie ist jetzt Platin Rapper, ne? So. Schon lange. Krass. Wallah stark, ja, Ali Boumaie ist einfach Platin-Rapperland. Ich glaube, wegen dem Lied mit Shindy, ne? Einfach Ali Boumaie ist Platin-Rapperland. Aber stark, Alter, sei dem auf jeden Fall gegönnt. Was aber auch sehr, sehr eklig ist, ne? Die stürmen einfach in dein Haus und klauen deine Gold- und Platin-Platten und was auch immer, Alter. So, was ist das denn, Land? Das ist recht stark. Also bevor irgendwas noch nicht entschieden ist, obwohl der Termin noch stattfindet, so passiert das. Bist du mit Farid gut? Ich bin weder gut noch schlecht mit ihm. Ansage gegen Farid Bang! Nein, hör auf, Alter. Wie, nein, warum? Bruder, wir haben doch nichts gegen ihn. Ach so, okay. Umut, warum hast du auf einmal Schock? Was ist los, oder? Nein, nicht Schock, sondern so, wir haben noch nichts mit ihm. Nein, alles gut. Er ist auch gut mit Cousins von uns. Hier steht Shindy neuer Diss. Warum? Ja, stimmt. Oh mein Gott, was ein Diss aber. Shindy hat Diss gemacht? Ja, an Farid Bang und Kollege Mutter alles durchgenommen. Jetzt neu? Ja. Das ist doch vor der Kram. Der hat Mutter, Vater alles. Ja, egal. Überspringen. Wollen wir nicht wissen. Es soll ein Weihnachtsgeschenk sein angeblich. Was davon?
Naja. Wer ist dieser Typ? Ah, okay, das ist ja dieser Dings, Alter, dieser Kackvogel. Mal, es gibt viele Kackvogels. Welchen Kackvogel meinst du von den ganzen, was er so getan hat? Aber ich habe das auch gar nicht verstanden, warum Shindy jetzt nach 8 Jahren die Leute das dann bringt. So, ja, nee, wann kam JBG3 raus? 2017, glaube ich. Und jetzt erst kommt Shindy mit Botox-Diss und so. Ja, nee, Shindy kommt jetzt erst damit an. So. Weißt du, was ich meine? Ich habe das nicht verstanden, mein Bruder. Wallah, ich habe das nicht verstanden. Doch jetzt an die ganzen Shindy-Fans da draußen, ne? Ich feiere Shindys Musik auch. Aber so nach Jahren dann so einen Diss-Track zu bringen und dann so auf Mutter gehen und so. Wallah, sehr schwach. Fand ich schwach. Ich sag's euch so, wie es ist. Aber Promo muss ja irgendwo kommen, ne? Deswegen. Themen über Religion oder gutes Verhalten, für dass man die Reichweite ausnutzt, die ihr habt, oder? Machen wir doch gerade. Sowieso, ja. Wir haben über niemanden was Böses geredet. Ich meine allgemein so, dass man sich Themen aussucht und dann verschiedene Tage dann über bestimmte Themen spricht, oder? Ich habe sowieso vor, und das habe ich schon angekündigt, ich warte nur, bis meine Gerichtstermine vorbei sind, und dann werde ich auf einer Plattform gewisse Themen auch ansprechen. Inshallah, ja. Ich nicht vergessen, das ist auch nicht kein leeres Gerede. Wie gesagt, aber diese Plattform wird nicht TikTok sein. Mhm. Und ja. Inshallah, würde mich freuen, und ich wäre dabei. Ja, es wird auf jeden Fall interessant, ja. Dankeschön. Salam alaikum, Alamak. Alaikum salam, ciao. Ari, mein Tipp an dich, Tamamme. Mach einen eigenen YouTube-Kanal auf. Bring da Folgen, ja. Mach eine eigene Serie, was wirklich da immer passiert ist, so in dieser Rap-Szene. Du warst ja 15 Jahre oder so mit am Start. Mach immer so 30-Minuten-Folgen einfach. Und ich schwöre auf alles, was mir ehrlich ist, vertrau mir, du wirst erfolgreich. Walla, du wirst erfolgreich mit diesen Videos, weil es jeden interessiert, was da wirklich abging. Der eine sagt so, der andere sagt so. Der eine sagt so, der andere sagt so. Ja, nee, was denn jetzt? Was ist die Wahrheit? Und du warst ja wirklich hautnah mit dabei. Und die Leute würden, glaube ich, es feiern, dir so zuzuhören. Ich glaube, die Leute würden das auf jeden Fall sehr, sehr stark feiern, wenn du auf YouTube das machen würdest. Ich glaube, du wärst auch sehr, sehr erfolgreich da, ja. Dann kannst du halt lieber auf YouTube machen, anstatt live zu gehen bei TikTok oder auf einer anderen Plattform und über dieses Bushido-Thema zu reden. Weißt du, was ich meine? Ja, eine Livestream, wofür machst du Livestream? Mach doch daraus schöne Videos, Alter. Sakko 31. Hört sich ein bisschen komisch an, 31 mal. Seko, nicht ab. Seko Affe. Ich glaube, sein Internet ist leider schwach. Magst du Datteln, Arafat? Beste, was du. Anstatt, das ist so ein starker. Ah, weißt du, was ich jetzt kennengelernt habe? Safran soll sehr gut sein. Aber du darfst nicht zu viel essen. Wenn du zu viel isst, kannst du davon. Das habe ich gehört. Aber das soll irgendwie dein Dings Power um 20% stärken und so, weiß nicht. Ibnani, salam alaikum. Habibi, Arasi, wie geht's dir, Bruder? Alhamdulillah, bitte. Wie geht's, Arafat? Alhamdulillah, wie geht's dir? Alhamdulillah. Ich wollte nur fragen, hast du einen Lieblingskämpfer aus der UFC? Habe ich gerade nicht gehört. Kannst du ein bisschen lauter sein, Bruder? Wie heißt das? Lieblingskämpfer aus der UFC? Hast du über einen Arafat gerichtet? Ja. Also, ob du mir glaubst oder nicht, ich mochte mal sehr, sehr und seine Kampfart. Conor McGregor. Aber er war immer so mit seinem großen Mal, aber auch. Seit er mit Khabib Streit hat, bin ich zu 100% auf Khabibs Seite. Weil er hat ein bisschen übertrieben. Ja. Und er hat auch seine Lektion bekommen, und seitdem ist auch sein Untergang. Das war auch sein Untergang. Ja. Und das ist auch gut so. Und dann, naja. Was für Untergang haben wir nach Röhm? Die haben Conor McGregor auch zum Hut gemacht, Land. Conor McGregor Untergang, lo? Haben wir nach Röhm? Der hat Uhren im Wert von 150 Millionen, hat 80 Villen weltweit, haben wir nach Röhm. Aber nein, Conor McGregor ist Untergang, lo? Da waren wir okay, er hat in der UFC ein bisschen verkackt am Ende, so. Ist ja klar. Und der labert auch sehr, sehr viel Scheiße, der Typ. Aber trotzdem, der ist einer der bekanntesten Sportler überhaupt, so, ne? Ist klar. Und der hat auch UFC groß gemacht, der was anderes sagt, lügt, Bruder. Aber dass man sagt, so sein Untergang, Bruder, jetzt vertrau mir, der Junge ist am Leben, Alter. Der ist nur am Reisen. Lebt hier, lebt da, der lebt überall, haben wir nach Röhm. Der Ding geht sehr, sehr gut. Haben die den doch auch zu einem Hund gemacht, Lang? Hey, ich wollte nur fragen, ja? Habi, du bist Heini. Ja, ja. Ciao, ciao, Jungs. Ciao, ciao. Blond. Was steht da? Blond. Ich kann das nicht lesen, Alter. Warte.
Ich war kein Conor-Fan. Fan war ich nicht, aber ich fand ihn stark. Und wer sagt, er war nicht stark, der hat dann keine Ahnung. So, sein Kampf war sehr mutig, oder? Ja, Conor McGregor, der war stark. Aber wo er dann gegen Khabib so, ja, Ausdruck gesagt hat und ein bisschen den Glauben, dann war ich raus. Erkan Colonia. Erkan Cologne aus Köln. Arafat Abi, ich bin immer gerne, immer dein Bruder, immer am Schauen im TikTok auch. Ich komme aus Köln. Letztens waren auch die Jungs aus Köln, auch bei euch. Ja. Dein Kampf war wirklich sehr gut. Haben auch reingeschaut. Was ich bei dir so gut finde, Arafat Abi, du bist real. Du bist ehrlich, nicht wie jeder andere. Und das finde ich bei dir sehr gut ab. Ich wollte heute eigentlich auch nach Berlin in deinen Laden kommen, ob du mir glaubst oder nicht. Ich war heute im Flughafen. Ich wollte im Flughafen, war auf einmal der Flieger weg. Mal gucken, wenn inshallah, wenn morgen ist, komme ich. Ciao. Der Laden existiert noch. Solange wir warten, bis du kommst, danach. Okay, Dankeschön. Ich liebe euch beide. Und schönen Abend zusammen. Danke. Abdallah, richtig süß, solche Supporter, ja? Das wissen die meisten gar nicht mehr zu schätzen. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist, das wissen die meisten gar nicht mehr zu schätzen. Guck mal, wie lieb er jetzt geredet hat. Seid mal ehrlich. Und dann gibt's da einige TikToker da draußen, die wissen das wirklich nicht zu schätzen. Zum Beispiel eine Gülo. Eine Gülo würde so einer Person niemals privat antworten. Es sei denn, er spendet ihr was. Oh, ihr wisst es gar nicht. Sie hatte eine eigene WhatsApp-Gruppe über WhatsApp Business mit ihren Supportern, damit sie da immer reinschreibt, ja, jetzt könnt ihr spenden, spendet jetzt. Ne? Wenn die da irgendwelche krasse Challenges machen. Was heißt krasse Challenges am Anfang? Die eine wirft Ei auf Kopf. Die eine ist scharfe Chips am Röhm. Weil ich habe diesen Film nie verstanden. Boah, die machen sich zum Affen und kriegen dabei Geld. Boah, ich habe es nicht verstanden. Man muss auch hier sagen, dass unser Bruder Rabbi auch einen Laden hat. Was habe ich? Du hast auch einen Laden, Spätkauf. Ach, warte, ja, habe ich voll vergessen. Nein, ich ehrlich, geht auch hin. Und ganz ehrlich, ich verspreche dir, Rabbi. Ja. Ich werde zu dir kommen. Ja, ich habe einen Billardtisch jetzt. Kannst du Billard spielen? Nein. Ich will keinen Billard spielen. Ich sage dir jetzt, was ich mache. Aber nicht... Sagen wir Februar. Du kannst einen Saft bei mir machen, den nennen wir Papa Ari auf jeden Fall. Nein. Ja, das können wir machen. Ja. Und ich werde nochmal diese Liegestütz-Challenge machen. Bitte. Und was ist Rekord momentan? Der Rekord ist hoch, Bruder. Der ist ehrlich gesagt, in Libanon habe ich einfach einen angesprochen. Nein, wir wollen nicht Libanon, Deutschland. Deutschland ist der Rekord bei 20 von einem Kickboxer, Deutscher, Muslim, Alhamdulillah. Aber... er hat die Zahl 11 vergessen. Ja, wenn jemand die 20 macht, ist er neuer Rekordhalter. Wallah, ich werde bis Februar so trainieren und ich werde irgendwann dich anrufen, sag, wo bist du? Ja. Auf ganz spontan. Ja. Und ich werde kommen und ich werde biiznillah versuchen, den Rekord zu brechen. Inshallah, ja, das würde mich freuen. Einer aus Berlin ist doch schön. Aber auch wenn du, Wallah, auch wenn du 12, 13 wird's egal was, würde mich freuen, wenn wir das nochmal machen, weil damals, Tarif, wir haben die Videos gemacht, gab es noch nicht diese ganze Aktion, jetzt ist doch. Aber weißt du noch, damals kamst du zu mir, hast gesagt, wenn du 10 schaffst, bist du gut? Ja, natürlich. Ich habe 10 gemacht, aber es ging ja nicht weiter, für mich war nur 10 Stopp. Wir haben ja damals einfach so auf 10 immer, so, weil nicht jeder schafft das, und dann haben wir gesagt, okay, erweitern wir ein bisschen die Challenge. Und jetzt schauen wir mal, was die Leute so drauf haben, wie hoch die gehen können, Janne. Alles, ich sag mal, alles über 10 ist für mich, habe ich mehr geschafft. Ja, mashallah, sehr, sehr stark. Ich habe ja auch die Challenge bei dir gemacht. Also mein persönlicher Rekord, den ich mal gemacht habe, ja, ohne Kamera, ohne dies, weil ich wollte ab und zu mal sagen, okay, mal gucken, was ich schaffe, war 14. Wirklich, mashallah, stark. Bei mir mein höchste war 12. Papier. Sauber. Du hast gesehen, ich habe richtig saubere Liegestützen gemacht. Ja, bei mir nicht so, ehrlich gesagt, so. Diese, kennst du diese? Das sind nämlich keine Liegestützen. Liegestütze ist 90 Grad. Tick, tick. Das ist Liegestütze. Alle Ronny Coleman geworden auf einmal, ja? Nein, aber über was reden die hier gerade? 14 Liegestützen? Bruder, ist doch jetzt nicht die Weltland. Ich glaube, mein Vater macht sogar fast 80 Liegestützen dann. Denn tragen die sich noch dabei oder was los? Wir reden hier gerade von 14 Liegestützen, Bruder. Das kann sogar mein Hund. Gar nichts verstanden, Bruder. Ja, richtig. Ich hab da auch Dings getroffen zum ersten Mal. Bilal Gold. Dudi. Esma.
Ich glaube, wenn Bilal Gold auf meinem Rücken wäre, würde ich auch noch mal 10 schaffen. Meinst du? La Gualla, der ist so ein süßer Typ. Ich mach mal das Video rein von ihm, Leute. Könnt ihr euch angucken. Machen kurz weiter. Hier ist einer mit türkischer Flagge ohne Name. Ich weiß nicht, wie wir ihn nennen sollen. Der hat leider kein Internet, glaube ich. Oder versuch nächstes Mal oder später nochmal. Pija City. Pija. Wie siehst du das, bevor ich ihn reinhole? Wie siehst du das immer? Wenn du ihn reinholst, ich. Alaikum salam. Also erstmal eine Frage an Arafat. Ja, wann kommst du wieder nach Kosovo? Oh, Kosovo ist schön, Bruder, wallah. Wann kommst du, Bruder? Inshallah im Sommer. Ah, nee, inshallah. Und eine Frage noch an diese Rabi 65. Dein Kampf war okay, Bruder, aber wenn ich denke, der Italiener ein Kopf größer, 30 Kilo mehr, wäre schon schwer geworden. Aber Bruder, du sagst gerade, guck mal, was du sagst. Ein Kopf größer um 30 Kilo. Ich glaube, der wiegt schon 30 Kilo mehr, dieser Rabi. 20, ja. Ja, weil der hat mir schon ein bisschen leid getan. Der Italiener. Ich schwöre bei Gott, der hat mir auch gesagt, ich muss ins Krankenhaus eigentlich. Aber du hast fair gewonnen, Bruder, du hast fair gewonnen. Respekt. Bruder, ich bin auch kein Boxer, ich sag dir ehrlich, ich habe keine Ahnung. Rabi, Peja. Du hast recht, Rabi hat ihn geboxt, hat. Er war Italiener, er kann jetzt Arabisch-Kurdisch reden. Schönen Abend noch, Jungs. Also der Bruder hier hat ja auch gekämpft, ne? Ich glaube gegen diesen Almaro oder so. Ja, ne, ich sag euch ehrlich, das war auch ein guter Kampf, so, ne? Muss man ehrlich zugeben. Aber Arafat, jo, wann kämpfst du mal? Ich schwöre auf alles, Arafat, wenn du in den Ring steigen würdest, ich glaube, du würdest auf jeden Fall so 100.000 Euro Gage bekommen. Geh ich stark von aus, kämpf mal gegen diese ganzen TikToker, ja? Du hast doch so viel Power. Also ich glaube wirklich so, der würde einen Hamid Khan weghauen. Sag's euch so, wie es ist. Ich dachte, der greift mich an, weil er gesagt hat, dieser Rabi, du weißt doch, ja, ne? Was, er meinte das nicht böse. Ja, ich weiß. Arabi, ich habe echt gekurzt. Ja, weil hier. Rawaz CGN oder so. Abkürzung von Köln. Oh, salam alaikum, Arafat. Salam alaikum, Arafat. Und schön ein Foto gemacht. Warte, mach nochmal. Arafat. Würdest du. Aber weißt du, was ich dir kaufen würde? Was? Wallah. Ein Koran. Das glaube ich nicht. Oh, wäre auch sehr nett. Okay, schreib mir auf Instagram Adresse, Wallah, ich schicke dir. Wallah? Okay, schreib dir. Okay, aber PlayStation 5, du lenkst dich nur damit ab? Hallo, okay. Bruder, hat uns gefreut. Die denken auch heute Weihnachten, Asam und Dings, heute ist doch angeblich. Also, Rabbi, ja. Ist das schon Weihnachten? Bei denen ja auch angeblich. Anjad Arafat, Spaß beiseite jetzt, ein paar Fragen. Streiben dich manchmal vielleicht an und sagen, ich habe Schulden, kannst du vielleicht meine Schulden decken oder so? Ohne Ende. Wirklich? Oh. Wahnsinn. Die denken auch, ich bin hier Santa Claus. Lass mal kurz gucken hier, warte. Naja, aber solche Nachrichten kriegt, glaube ich, jeder, ja, der ein bisschen Reichweite hat. Letztens hat mich auch jemand angeschrieben und meinte, hat mir so einen langen Text geschrieben und meinte, ey, Bro, ich kann meine Miete nicht mehr zahlen und so. Ich bin schon im Minus und so, kannst du meine Miete zahlen? Und ich habe auch noch oft korrekt geschrieben, ich so, wie viel Miete zahlst du denn? Er sagt zu mir, 1,4. Gabriele Orengo oder sowas. Das war, ich kann keinen Namen lesen. Also. Gabriele O... Aragello. Aragello. Hallo. Nee, Angelo. Arsch. Ja, zwei Screenshots gemacht, wieder rausgekommen. Leonardo ist jetzt dabei. Leonardo da Vinci. Hallo. Hallo? Ja. Salamu alaikum, wie geht's euch? Alhamdulillah, wie geht's dir? Auch gut. Ich habe eine Frage an Arafat. Bitte. Warum bist du nicht mehr mit so gutem Barello? Ich bin noch gut mit Barello. Wer sagt, dass ich gut bin? Ja, du bist nicht mehr mit den Lives, wie früher. Wir haben keine TikTok-Accounts mehr, deswegen sind wir nicht mehr live.
Achso, und Nabil? Rabi. Rabil. Ohne L. Rabir. Rabir. Rabil. Ja. Rabi. Rabi. Ja. Du kämpfst wie ein Löwe, Bruder. Nochmal. Du hast gekämpft wie ein Löwe. Ich kämpfe wie ein Löwe. Ich danke dir, Bruder. Ich bin ein Tiger, aber hier. Danke dafür. Ich schleife. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ich hasse Löwen, Wallah. International Bo. Hallo. Hallo. Salam alaikum, Ari. Wie geht's euch? Alaikum salam. Arafat, ich feiere dich. Du bist ein Löwe, Wallah. Habibi, ich bin, Wallah, ich bin nur ein Mensch. Du bist ein Mensch, aber du bist ein loyaler Mensch. Alhamdulillah. Bevor der ein oder andere denkt, dass ich irgendwie Arafat als Feind sehe, ne? Um Gottes Willen, nein. Wallah, ich sehe den nicht als Feind. Aber ich habe sehr, sehr viele Fragen. Ich schwöre auf Wallah, ich habe sehr, sehr viele Fragen. Das interessiert mich auch, ne? Ich hinterfrage auch sehr, sehr viel, weil ich will das alles verstehen, Bruder. Und ich sehe den auch nicht irgendwie unsympathisch oder so, um Gottes Willen. Nur ich finde das traurig, dass er in seinem Alter live geht und dann diese Filme macht. Zum Beispiel, jetzt dieser Livestream war ja noch entspannt so. Aber der hat ja auch mal Livestreams gemacht, die nicht so korrekt sind. Vor allem sein Bruder macht doch immer noch Livestreams. Ich feiere die einfach nicht, Bruder. So, die muss ich ja auch nicht feiern, die muss niemand feiern, aber so, keine Ahnung. Wenn man schon Kinder hat und so weiter, dann sollte man wenigstens aufpassen, wie man spricht in der Öffentlichkeit. Also finde ich. Ich habe einfach nur sehr, sehr viele Fragen, meine Freunde. Also ich sehe Arafat nicht als Feind oder so, ne? Bevor der eine oder andere Säure auf mich kippen möchte. Alles ist gut. Inshallah, mich so lassen. Rabi, du hast richtig stark gekämpft, Wallah. Dankeschön, Bruder. Ich wollte euch aus Kanada grüßen. Bist du aus Kanada? Ich bin gerade in Kanada. Oh, wo? In Ottawa? Nein, in Edmonton. Reden die da Englisch oder Französisch? Hier reden die Englisch, in Quebec reden die Französisch. Ja, es gibt ja so und so. Ja, ich besuche meinen Vater hier. Sag ihm tausend Salam. Er ist hier, er ist am Kochen. Mashallah. Er sagt zurück. Kann er gut kochen? Ja, ja, Wallah, er kann sehr gut kochen. Er hat auch hier ein Vegetarier. Mashallah, du siehst doch aus, du bist stabil. Boah, ich bin für 2 Wochen hier und dann fliege ich wieder zurück. Nach NRW. Dein Vater lebt in Kanada? Ja. Willst du auf mich hören, Bruder? Ja. Bleib bei deinem Vater. Bruder, schwer, aber ich mach das jetzt so, manchmal hier, manchmal in Deutschland. Besser. Wo ist Mama? In Deutschland. Okay, dann verstehe ich das, Bruder. Okay, aber ich muss jetzt los, ne? Ich grüße euch. Pass auf euch auf. Ciao, ciao. Raus. Die schreiben alle Rabi gegen Hamid, wäre interessant. Den haben wir. Kahn. Was sagst du? Kein Kommentar, Bruder. Okay. News. Arafat gegen Hamid Khan wäre auch spannend, ich sag dir ehrlich, Bruder. Habe ich euch eigentlich erzählt, dass Hamid Khan mir geschrieben hat und meinte, dass er Blutrache bei mir machen will? Wallah, der arme Sonderschüler, ich glaube, der weiß gar nicht, was Blutrache bedeutet. Wallah, Hamid Khan schreibt mir einfach, bevor ich Blutrache an dir mache. Bruder, der Typ ist doch krank. Aber Bruder, ich glaube, der arme hat nicht mal einen Hauptschulabschluss, was soll man dazu sagen? TikTok, alle Sonderschüler, Bruder, was soll ich dir sagen? Ich schwöre auf alles, Bruder, ich verstehe die Menschen nicht. Er sagt einfach, der will Blutrache bei mir machen. Und du ganz ehrlich? Für beide. Wer gewinnen soll, gewinnen, so, weißt du? Ja, aber du bist Berliner, weißt du. Das ist mir egal, Wallah. Ach, beide Muslimin, beide Palästinenser, beide. Ja, richtig nett, Wallah. Hä? Ted Comedy, richtig nett, sympathisch. Ja. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, jetzt richtig. Deswegen, ich konnte nicht sagen, ich bin für den. Hm. Welcher Kampf war dann? Danach, interessant war auf jeden Fall, da war so ein, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, so ein Türke hat gegen einen Tschetschenen gekämpft. Die sind auch. Ja. Der war auch, gut. Der hat richtig groß geredet im Interview. Der saß ja genau neben mir. Wen? Der Türke? Ja. Der hat auch gewonnen. Ja, ja, ich weiß, aber ich dachte, der labert nur die ganze Zeit, weil der Islam, der Tschetschene war so etwas ruhiger. Sag ehrlich, der war gut, aber der war so ein bisschen Angeber. Ja, weißt du, wie ich ihn kennengelernt habe? Soll ich sagen, wie? Ich laufe mit meinem Bruder und er sagt mir, Bruder, du bist doch der von Liegestütze. Und ich sag, ja, Wallah, Bruder, und so. Aber beim Reden laufe ich weiter. Und dann sagt er, bleib mal stehen. Und so, ich bin doch kein Hund, da stehe hinterher, laufe. Ich gucke ihn an, ich sehe, mein Bruder wird schon aggressiv ein bisschen. Ich sage, Bruder, alles gut, wir sind weitergelaufen. Mein Bruder hat die Rijal Ando, die haben sich ein bisschen Kopf an Kopf und so. Und die, egal, die haben sich dann vertragen. Und bei Pressekonferenz, ich habe gemerkt, er redet und so, aber er... Es macht zu viel Testosteron in der Luft gewesen. Wallah, zu viel. Aber danach haben wir uns wieder umarmt, geküsst. Er hat gesehen, okay, wir sind auch gerettet.
Aber der hat auch, habe ich auch noch nicht gesehen, den Kampf, aber viele sagen, war auch eine Überraschung. Der Typ. Ja, war gut. War wirklich gut. Würde er nicht nur diesen Macho-Horb ablassen, würde er sogar noch besser sein. Mhm. Für mich auch sehr. War wirklich gut. Muss man Props geben. Ja. Für mich, Wallah, Wallah, für mich persönlich, der Mann des Tages, boxerisch. Ja. Ammar. Okay, lass mal ein bisschen über Ammars Kampf reden. Wallah, der war wirklich krass, der Kampf. Ich habe ja vorher auch auf Ammar getippt. Ammar hat sehr, mit Kopf, Technik, geboxt. Also ich sag euch ehrlich, Ammar Baumaschine, muss man wirklich hier zugeben, so, ne? Ja, ne, Abu Hamza war jetzt nicht kacke, aber Abu Hamza hat auch sehr viel einstecken müssen, Bruder, ja. Wallah, das war echt ein geiler Kampf an dem Tag, ja, ich sag's euch so, wie es ist. Ich glaube, das war sogar mit der beste Kampf an dem Tag. Manuelsen Bösemann-Kampf war so oder so Müll, sag ich euch ehrlich, war richtig ein Müllkampf. So, ne, eine Runde, 30, 40 Sekunden haben wir nach oben, hab ich gar nicht gefeiert. Darf ich dir ganz kurz meine Prognose geben, so kurz, was ich so gesehen hab, so? Guck mal, am Anfang hat Abu Hamza sofort angegriffen und Ammar hat irgendwie sein Spiel gespielt und da habe ich gesehen, dass Hamza ganz ehrlich am längeren Hebel zieht mit diesem Chaos-Kampf. Aber dann hat sich, ganz kurz mein Dings, dann hat sich Ammar irgendwie kurz eingeatmet zurück, dann dachte er, warum soll ich mich darauf einlassen und hat dann ganz easy immer die linke und Ammar Hamza hat gar keine Wirkung gehabt. Ammar, er kann boxen, ganz einfach. Der andere hat auf einen Lucky Punch gehofft. Ja. Ammar hat das nicht mit sich machen lassen. Und hat ganz einfach. Am Anfang hat er sich darauf eingelassen, wenn du beobachtest. Wallah, die erste halbe Minute, eine Minute so. Mal. Wallah, die erste Sekunde, wo er reingerannt ist, ich wusste, Ammar wird ihn schlagen. Dieses, Ammar ist nicht wie die anderen. Er hat Selbstbeherrschung gewartet. Ja, er hat sich danach direkt wieder Dings. Hat Schlagkraft, wirklich. Er wusste. Wir reden jetzt, der Beste, wir reden von den TikTokern so, weißt du, ich meine, Mamadou ist ja, für mich ist der, Mashallah, Profi. Mashallah, Bruder, da, ganz ehrlich, habe ich den Kampf geguckt, 8 Runden lang, 3 Minuten, wir haben ja alle 6 Runden, 2 Minuten. Ich habe gesehen, Bruder, das ist so der Unterschied zwischen Profis und uns. Also man muss auch wirklich sagen, ne, also stark, dass Rabia das sagt so, ne, das wollte ich auch gerade sagen, wo ich mir diese TikTok-Kämpfe angeschaut habe, Bruder, da hat man auf jeden Fall die Unterschiede gesehen, wo dieser Mamadou, heißt der Mamadou? Ich glaube, der Bruder hat ja auch an dem Tag gewonnen und ey, der hat alles auseinandergenommen, ne, muss man auch wirklich zugeben, so. Aber sei dir noch auf jeden Fall gegönnt, ich habe gesehen, der hat auch noch geweint danach und so, weil er von jedem unterschätzt wurde. Das ist halt Kampfsportler, willst du sagen? Moin, Junge. Salam alaikum. Rabi, alles Gute, Bruder, für deinen Kampf. Arafat, ich habe mal eine Frage, Bruder. Sag mal, willst du nochmal selber einen Account machen und dann mit wie frühere Tage wieder live kommen und so? Oder? Nein, Bruder. Keine Lust mehr? Weil wozu soll ich das machen? Denn, dass irgendein paar Hampelmänner, Neider, dann immer die Leute sagen, meldet. Ich habe gar keinen Nerv drauf mehr. Aber gibt es denn da keinen anderen Weg? Ich meine, wie die das so zumachen, gibt es da keinen anderen Weg, auch da wieder so rauszukommen? Kennst du nicht dieser Weg? Kann nicht sein. Okay. Aber mach mal bitte, ja, Wallah, das war echt schön, wenn man euch immer so zugeguckt hat. Inshallah. Salam alaikum, Jungs. Dankeschön. Alaikum salam. Hab ich eine Sekunde. Ja, oder? من حبيبي أنا رد علي وقولي من حبيبي أنا رد علي وقولي Leute, folgt alle durch, ich küsse euer Herz, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier mal was anderes, auch dass die Leute hier von unten hochkommen können, bisschen auch sich unterhalten können. Ich finde das auch wichtig, dass man die Leute, die auch immer für uns da sind und unsere Videos liken und unsere Videos oder hier im Live auch hier manchmal liken oder so, dass sie auch, ist doch was Schönes. Ich finde das okay so. Box mal gegen Abu Hamza geht nicht. Ich habe Abu Hamza sehr lieb gewonnen, ehrlich gesagt, in letzter Zeit. Also so, wir haben uns ein paar Mal in Berlin gesehen. Und jetzt in Tschechien waren wir viele Stunden gemeinsam und er ist ein sehr, sehr schöner Mensch, Wallah. Er ist privat ein sehr, sehr, sehr schöner Mensch. Er hat sehr schöne Absichten und so, möge Allah ihn dazu helfen, alle seine Ziele zu erreichen.
und möge Allah uns vergeben und alle stärken. Ich nehme euch gleich an, Leute, ich guck mal gleich. So, ich habe ja gesagt, Reihenfolge, damit nicht irgendwie hier jemand vernachlässigt wird. Wal Arabi ist auch ein sehr, sehr korrekter. Ich habe einige Livestream-Ausschnitte auch von ihm zugeschickt bekommen. Ich habe auch ein paar Mal seine Streams zugeschaut und ich habe noch nie was Falsches von dem gehört oder dass er irgendwas Falsches gemacht hat. Er scheint ein sehr, sehr netter Junge zu sein. Ein sehr, sehr netter Mann. Der ist viel älter als ich. Ja, nee, ich glaube, der ist wirklich ein korrekter. Aber Bro, ich gebe dir auch einen Tipp. Ne, geh nicht mit jedem live, nimm auch nicht jeden rein, denn da sind sehr, sehr viele Hunde unterwegs und Bruder, die werden dich irgendwann ausnutzen nur für Aufrufe. Fertig. Das Ende vom Lied, meine Freunde. Natürlich, ohne Bushido wäre Arafat nichts. Also, den würde man natürlich nicht kennen. So, ne? Also, nicht so kennen wie heute. Und ohne Arafat würde Bushido auch vielleicht einige Dinge nicht schaffen, aber ich gehe stark davon aus, dass Arafat jetzt nicht irgendwie Ghostwriter war von Bushido, tamam. Er hat im Hintergrund sehr, sehr viele Sachen geklärt und hat auch damals diesen Vertrag aufgelöst, ne? Man hat ja diesen Film gesehen. Was soll ich euch dazu sagen? Tamam. Also, Arafat hat bestimmt sehr, sehr viel für Bushido getan, 100%. Aber die Leute übertreiben. Was soll ich euch noch dazu sagen? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Like da auf. Ein Abo würde mich natürlich freuen, passt auf euch auf, macht keine Scheiße und haut rein. Ja, stimmt, Lil Jaco hat mich hochgepusht. Doch was wäre Social Media heute ohne uns? Ganz am Rande, wir haben uns nie hochgelutscht. Deshalb ist die neue Milli zwischen